Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Und heute möchte ich mit euch über die Unterschiede zwischen dem alten Zapdos-Buff und dem neuen Rayquaza-Buff reden. Wie die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, gibt es ab dem 2.9. eine neue Ranked-Map. Und zwar nicht mehr Remote Stadium, sondern Thea Sky Runes. Auf der neuen Map ist es so, dass bei Minute 2 nicht mehr Zapdos spawnt, sondern halt Rayquaza. Und Rayquaza hat auch einen anderen Buff. Der alte Zapdos-Buff war ja so, dass wenn du Zapdos gelastet hast, dann wurden die Goldzones vom gegnerischen Team durchbrochen. Jeder konnte hinrennen, X-Mashen und du konntest einfach scoren. Mit dem Rayquaza-Buff wird das ein bisschen anders sein. Tötet dein Team Rayquaza, dann bekommen alle noch lebenden Spieler ein Schild. Und dieses Schild macht, dass du während das aktiv ist, nicht mehr vom Scoren abgehalten werden kannst. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber dazu kommen wir später. Außerdem scorest du auch schneller, als du normalerweise würdest. Das heißt also erstmal, dein Team kann nicht mehr einfach durchlaufen und scoren. Es können auch nicht mehr respawnende Leute einfach durchlaufen und scoren und nochmal ein 100er reinmachen oder so. Sowas wird es nicht mehr geben. Leute, die tot sind, die haben nichts von dem Buff, außer die sind lucky und spawnen genau beim Last Hit halt wieder. Und das bedeutet natürlich auch, dass es keine gute Idee mehr ist oder keine gute Strategie mehr ist. Und das war es natürlich auch schon vorher nicht. Aber es ist keine gute Strategie mehr, einfach sich irgendwo in ein Gebüsch zu stellen, dazu warten und dann mit Solar Beam oder Cinder Ace Ult oder so den Last Hit zu machen. Dein ganzes Team ist tot. Du holst den Last Hit von Rayquaza, du kriegst das Schild, aber du wirst wahrscheinlich direkt sterben. Keiner von deinen Mates kriegt den Buff, keiner kann scoren und das Spiel ist entschieden. Es wird also viel, viel wichtiger sein, jetzt als Team zu agieren, als Team zu versuchen, Rayquaza zu gewinnen und alle Mann dann scoren zu gehen. Es wird natürlich immer noch okay sein, dass man sich splittet und scoren geht, aber es kann auch richtig wichtig sein, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und quasi sich zusammen auf eine Plattform stellen, um sich nochmal zu boosten, um schneller zu scoren, damit die Gegner das noch schwieriger aufhalten können. Und wo wir jetzt schon beim Thema Aufhalten sind, es gibt ein paar Pokémon, die besonders gut darin sein werden, Pokémon vom Scoren aufzuhalten. Wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das verstehe. Und zwar, wenn einmal Pokémon gut sein, die Schildeffekte ignorieren können, wie also Glurak und Tyranitar. Denn die können einfach ein Pokémon angreifen, auch wenn es ein Schild hat. Und Rayquazas Buff ist ja ein Schild, also müssten die einfach dadurch angreifen können und dann Leute aufhalten können. Und außerdem wird Relaxo wahrscheinlich ziemlich gut sein im Defenden, denn der kann ja einfach Pokémon, während die scoren, von der Plattform runterschieben und dann wird quasi die Score-Animation gecancelt. Und dann gibt es noch Slowbro, der schafft es mit seiner Ult, Leute vom Scoren aufzuhalten. Ja, wie ihr seht, der Rayquaza-Buff wird nicht mehr so spielentscheidend sein wie der Zapdos-Buff, zumindest glaube ich, dass es so sein wird. Ich glaube, die Laning-Phase wird viel wichtiger und der Teamfight am Ende wird sogar eher zweitrangig sein. Was haltet ihr von dem Rayquaza-Buff? Seid ihr traurig, dass Comebacks wahrscheinlich nicht mehr möglich sein werden? Oder findet ihr es fairer und besser so? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.